Baltrum am 27. Juli 2016. Seit dem Leitartikel in der Ostfriesen-Zeitung mit der Seilbahn ans Festland ist Dornröschen aus dem Tiefschlaf erwacht. Quer durch alle Familien, Gruppen und Parteien geht die Diskussion um diese eine Frage. Meint unser Bürgermeister das ernst und wollen wir das wirklich? Oder handelt es sich nur um die versponnene Idee eines Osnabrücker Stammgastes? Baltrum TV ist es gelungen, sowohl den Bürgermeister, Herrn Berthold Tütjer, als auch den Ideengeber, Herrn Rolf Meyer, Speditionslogistiker aus Osnabrück, zu einer Stellungnahme mit Blick auf die Fahrrinne der Baltrum-Linie zu bewegen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister Tütjer. Sie haben sich bereit erklärt zu einem kurzen Statement, zu einem Projekt, was einem zunächst wie ein Ostfriesenwitz im Sommerloch vorkommt und von vielen auch erst so aufgenommen wurde. Aber es handelt sich um ein ernst gemeintes Seilbahnprojekt zur Verbindung der Urlauberströme vom Festland zur Insel und zurück. Mhm. Wie realistisch sind die Bedingungen? Lässt sich das Projekt nach Ihrer Meinung, wie es jetzt so angedacht ist, finanziell und rechtlich überhaupt darstellen und umsetzen? Mhm. Da darf ich vielleicht ausholen, das ist ja eine Anregung eines Gastes, der im Bereich der E-Mobilität unterwegs ist und dort ein entsprechendes Netzwerk und entsprechende Kenntnisse hat. Und Gästeanregungen haben wir viele und der hat sehr häufig mit mir darüber gesprochen, bis man letzten Endes auch dazu gekommen ist, mal genauer darüber nachzudenken. Und so will ich diesen Spielball, so nenne ich es mal, auch verstanden wissen, dass es eine Anregung ist, sich über die Inselversorgung generell Gedanken zu machen. Denn wir müssen ja eins immer konstatieren, wir haben ein Wattenmeer und wir haben Schiffsverbindungen, dieselgetriebene Schiffe. Wir haben Offshore-Windparks, die Energie erzeugen, wo es auch Problematiken gibt, diese ins Binnenland zu befördern. Um diese ganzen Thematiken irgendwo zu koppeln, ist diese Idee irgendwo entstanden, um zu sagen, gibt es andere Mobilitätskonzepte. Sehen wir, dass die Insel im Sommer immer extrem voll ist, wunderbar, fast zu viele Menschen auf diesem Eiland sind. Aber sobald die Sommerzeit vorbei ist, die Ferienzeit vorbei ist, leert sich diese Insel auf einem Niveau, dass es wirtschaftlich kaum mehr tragbar ist. Wobei wir selber festgestellt haben, wenn wir im Herbst oder Frühjahr sind oder auch im Winter, wie wunderbar dieser Flecken Natur hier sein kann. Bleiben wir mal bei dem finanziellen Aspekt. Da ist die Rede von, ich weiß nicht, grob 20 Millionen, habe ich gehört. Wir 20 Millionen, sagt der Seilbahnhersteller, da dürfte einiges dazukommen, weil wir bei der Gründung der Stützen dürfte es Probleme geben. Das sind aber alles letzten Endes Details, die erst dann abgestimmt werden können, wenn überhaupt alle Beteiligten das Go geben. Also wir sind im Vorplanungsstadium der Ideenkonkretisierung. Wir sind im Bereich einer Ideenskizze eines Projektes, um irgendwo das zu verdichten. Weil wir haben ja da auch sehr viele Argumente, wo man sagt, die Prüfung ist an dieser Stelle beendet. Wenn Sie sagen, das Nationalparkgesetz in der jetzigen Form sieht das so nicht vor. Also da kann man gleich Prüfung beendet, Sachverhalt erledigt. So, aber da denke ich, gerade in der ökologischen Bilanz muss man weiter und quer denken. Und so will ich es auch verstanden wissen. Also die Finanzierung können Sie sich jedenfalls vorstellen, dass es da Lösungen gibt. Kann. Ich glaube, für intelligente, ökologisch wertvolle Projekte lassen sich bestimmt sowohl Fördergelder wie auch Investitionsgelder immer generieren. In gute Sachen, denke ich, wird immer gerne investiert. Glaubst du denn, dass so eine solche Investition von 20 Millionen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Baltrum beiträgt? Ja, das war ja im Prinzip einfach mal eine interessante Übung, festzustellen, ob man mit einem anderen Mobilitätskonzept als einer Fährverbindung zu ganz anderen betriebswirtschaftlichen Ergebnissen kommt. Und das Spannende und Überraschende ist dabei, dass so eine Konzeption wahrscheinlich wesentlich preisgünstiger zu entwickeln ist und abzuarbeiten ist als eine Fährkonzeption mit den ganzen Auflagen und großen Schiffen, die damit verbunden sind, sodass ich sehr davon überzeugt bin, auch ein Invest von 20 Millionen oder auch wesentlich mehr sehr locker finanziert zu bekommen. Ein Einwand, den ich bisher im Internet und in den Kurzinterviews sonst gehört habe, die Tagesgäste konnten massenhaft kommen, mhm, weil eine Transportkapazität von bis zu 5000 Personen hin und zurück an einem Tag möglich wäre, mhm, was ja möglicherweise
die Insel überfordert. Und Sie haben das Bild irgendwo gebracht von dem Parkhaus. Wenn es voll ist, ist es voll. Das würde dann aber ja heißen, die Insel ist so voll, dass hier am Hafen schon keiner mehr in die Insel gehen kann, weil alles voll steht mit Tagesgästen. Das meinen Sie aber nicht? Das meinen wir nicht, nein, weil wir müssen feststellen, wir haben eine Kapazität von ca. 3.500 Dauerübernachtungsgästen. Und wenn ich mal so den Bereich des Nordseelaufes sehe, da hatten wir an die 700, 800 Teilnehmer, die auch schlagartig hier mal so eingefallen sind. Und da kann man dann mal sehen, das war für uns eine Sondersituation. Morgens mussten die Läden öffnen, da war sehr viel los. Und da hab ich so festgestellt, ja, ich glaube, 3.500 Dauergäste und ca. 800 Tagesgäste, dann ist das hier ausgereizt. Voller darf es nicht werden, dann verliert es auch den Reiz. Und selbstverständlich hat für mich Seilbahn und das, was unsere Insel ausmacht, das sind für mich nicht sich gegenläufige Themen, sondern das muss man damit bespielen. Weil die Kapazität, die wir mit der Seilbahn hinbekämen, hätte natürlich so viel Luft nach oben, dass wir auch komfortabel Frachtgeschichten dort machen können. Auch selbst die Seilbahn mit deiner Familie nutzen? Jetzt muss ich sagen, dass ich mich halt auch theoretisch schon seit geraumen Jahren mit dem Thema von Verkehrskonzepten und modernen Verkehrskonzepten auseinandersetze, weil ich einfach als nachdenkender Familienunternehmer viele Jahre darüber nachdenke, wie können wir die Welt erhaltenswert lassen, wie können wir zu ökologischen Themen kommen, zu den Forderungen, die in Paris aufgestellt wurden im Abkommen, wie kommen wir zu dem Thema Klimaschutz, Zero Emission 2050. Und da ist einfach überdeutlich, da kommt man automatisch in eine Themenstellung rein, alle fossilen Konzepte, also sprich dieselangetriebene, benzinangetriebene Schiffe, sind nicht überlebensfähig auf Dauer. Wir können nicht mehr das Öl aus dem Boden buddeln, sondern wir müssen zu anderen Konzepten kommen. Und da bietet sich ein elektrisch getriebenes Seilbahnkonzept geradezu an. Und wenn man sieht, wie viele Windkraftwerke im Hintergrund sind, die in der Höhe viel höher sind als die Masten die fünf kleinen Masten einer Seilbahn. Ich glaube, wir können hinten an der Küste 200, 300 Windkraftwerke beobachten. Dann ist das ein ideales Thema, um eine ökologische Antwort zu geben. Jetzt haben Sie ja selbst schon angesprochen, dass Sie dieses Projekt nur realisieren können, neben den technischen und rechtlichen und finanziellen Fragen, wenn die Gemeinde, insbesondere die Ureinwohner der Insel, die Echt-Insulaner oder wie man sie nennen will, mit großer Mehrheit dahinter stehen. Genau. Jetzt habe ich eine Stellungnahme eingeholt, die ich nur auszugsweise kurz zitiere, von dem Ratsvorsitzenden, Herrn Edzard Meyer, der geschrieben hat: Ich sehe mich in dieser Thematik nicht gewillt, unnötig Energie zu verschwenden für bizarre Ideen, die meines Erachtens völlig unrealistisch sind. Ganz abgesehen von der Finanzierung und Zerstörung unserer Inselkultur leben wir hier im Weltnaturerbe Wattenmeer. Und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man für so etwas eine Genehmigung bekommt. Auch vor dem Hintergrund der laufenden Ausschreibung der Fährverbindung halte ich diese Initiative des Bürgermeisters für unklug. Lassen Sie so stehen. Das ist, ich sag mal, Demokratie. Ich bin durch und durch Demokrat und ich denke auch in unserer Ratsarbeit, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Es geht um Beschlussvorlagen, die vorgelegt werden und die entsprechend Mehrheiten finden oder keine Mehrheiten finden. Aber ich glaube, wenn man sich in der Kreativität dahingehend einschränkt, dass die Gedanken nicht frei sein dürfen, dann vertut man sich was. Also ich glaube, es ist ein gutes Mittel zu sagen, wenn ich irgendwelche Vorschläge bekomme, die vielleicht im ersten Moment irrwitzig sein möchten, dann sage ich zwar, okay, für mich ist das nichts, kann ich mir nicht vorstellen, kann auch das so betiteln, das ist in Ordnung. Das ist das Neueste, was ich aus Facebook, da musste ich auch schmunzeln, da kamen so Kommentare wie, dass das jetzt der Alkohol- und Drogenkonsum bedenkliche Ausmaße annehmen würde, ist dann auf mich gemünzt und dann sage ich auch, das ist ein Stück der Meinungsfreiheit, wenn die Meinungsfreiheit auch am äußeren Rand sich irgendwo bewegt. Nicht? Ich meine, in der Diskussion, wenn ich sage, ja, du bist ja wohl betrunken oder entsprechend berauscht, ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Ja, gut. Also, weil es ist wirklich, es mutet und als mir die Geschichte erzählt wurde, habe ich viele Wochen und habe ich nicht drauf angeschlagen, aber der Ideengeber hat auch immer wieder nachgesetzt, weil er davon überzeugt war und irgendwann ist man von dieser Idee auch angetan. Und deswegen gibt man es in die Öffentlichkeit. Ich halte übrigens dieses Seilbahnkonzept für ein absolut ökologisches Konzept, wenngleich in der Presse in den letzten Tagen etwas anderes verbreitet worden ist. Schiffe plus Ausbaggern von Hafeneinrichtungen, die gemacht werden müssen, sind nicht ökologisch per se. Und sie kriegen es wahrscheinlich nicht hin, das wäre ein Alternativszenario, Schiffe elektrisch anzutreiben. Da wird man nicht mehr Schiffe mit den Tiefgängen, wie sie heute haben, entwickeln können.
Wir haben ja nun mal das Riesenproblem, dass der Hafen in Nesmasil einfach einen Tiefgang hat, wo ich bei Ebbe nicht rüberfahren kann, sodass die Verfügbarkeit der Insel einfach nicht über den ganzen Tag vorhanden ist, sondern einfach nur in sehr geringen, immer alternierenden Zeitfenstern gefahren werden kann. Und wenn ich dann, wie ich, gerne mit der Eisenbahn anreise, dann hat man jeden Tag eine andere Schiffsverbindung, eine andere Fährverbindung. Das ist eine einzige Katastrophe. Und neben den vielen anderen Nachteilen dieser Schiffsverbindung, die heute diese Insel hat und die auch dazu führen wird, dass eine nachhaltige Tourismusentwicklung, wie sie notwendig ist, auch für diese Insel eine Weiterentwicklung nicht möglich ist. Jetzt hat ja der Ratsvorsitzende Ernst Mayer einen Aspekt reingebracht, den ich aber ernsthaft diskussionswürdig auch finde, nämlich dass Verhandlungen laufen seitens des Zweckverbandes vom Hafen Nesmasil, wo Baltrum, glaube ich, federführend Teilhaber ist. Ja. Und Sie auch. Nee, zu gleichen Teilen. Ne? Oder zu gleichen Teilen. Ja. Und dass die Verhandlungen für die Ausschreibung der Linien Fährgesellschaft Baltrum-Linie in eine neue Runde kommen oder neu bestimmt werden müssen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang wäre es natürlich interessant zu wissen, wie reagiert einmal die Baltrum-Linie darauf. Auch die werden wir noch befragen dazu. Mhm. Aber wie lässt sich die Gemeinde Baltrum einbinden in ein Konzept Seilbahn? Würden Sie dann als Betreiber auftreten oder würden Sie als Mitinhaber auftreten oder als Aufsichtsbehörde oder wie könnte man sich sowas vorstellen? Da würde ich den Ball gleich zurückspielen. Welche Ideen hätten Sie denn? Weil die Sache ist einfach die, wir brauchen ein Investitionsvolumen von, sagen wir mal, über den Daumen 20 bis 25 Millionen. Und das Geld und die Betreibergeschichte müssen wir dann zusammenbekommen. Wobei ich immer mich dafür aussprechen würde, dass die Federführung in der öffentlichen Hand liegt, die nicht nur nach gewinnmaximierenden Maßstäben fährt, sondern auch danach fährt, wie ist die Inselversorgung. Weil ein Investor wird natürlich, entschuldigen Sie, wenn ich das so ganz platt sage, die Seilbahn so lange fahren lassen, bis sie glüht. Und wenn es sein muss, 24 Stunden lang. Ne? Also der will entsprechende Gewinne dort fahren. Und was auch vielfach gesagt wird, das ist ja sogar vorstellbar, dass Gäste alleine die Seilbahnfahrt, gar nicht um die Insel zu betreten, schon interessant finden. Na, ich sag mal, 10 Minuten übers Wattenmeer zu schweben, ist auch eine Erlebbarkeit von Wattenmeer. Und dann mag blöde klingen, ist dann fast wie eine Jahrmarktsattraktion. Aber ja, darüber muss man diskutieren und darüber muss man einfach abstimmen. Also ich persönlich habe hier in dieser Rolle ja nicht unbedingt eine Meinung zu vertreten, aber ich habe auch noch keine Meinung. Ich bin auch dabei, Ideen und Interessen zu sammeln. Ja. Und ich denke, es ist ein interessantes Gedankenexperiment. Es regt an zum Nachdenken und es bringt auch in den Randzonen der Thematik viele Gesichtspunkte neu, die bisher durch die Alternative noch gar nicht so beleuchtet waren. Das heißt also, das Projekt hat einen Wert, meiner Meinung nach, auch wenn es nicht realisiert wird. So ist es. Es regt zum Gedanken, es regt zum Querdenken ein. Alleine, wenn Sie reedereitechnisch denken, wir haben ein Tidefenster von 8 Stunden und es gibt eben den Bedarf nach mehr oder einer veränderten Anbindung. Und da hatte ich auch schon mal im Ostfriesland-Magazin gesagt, ja, wie wäre die Strategie zu sagen, wir fahren mit kleinen Schiffern häufiger. Dann sind Sie dieser Geschichte auch schon sehr viel näher. Sie fahren trotzdem mit dem Schiff, aber sowohl Fachkräfte ein- und auspendeln, diese Problematiken wären dadurch schon erledigt. Das ist auch eine andere Strategie, aber genau das wäre dann, die Diskussion haben wir damit angeregt, aber wir landen dann in der Lösung vielleicht mit anderen Strategien. Nun kennt ja keiner die betriebsinterne wirtschaftliche Kalkulation seines Mitbewerbers. Wie kannst du Vergleiche anstellen, da du nicht in die Bücher von Herrn Ulrichs gucken kannst? Nun kann der Kaufmann aus bestimmten Zahlen und Werten und Ergebnissen lesen und daraus seine Rückfolgerung ziehen. Außerdem sehen wir Schiffe und ich habe mich auch mit anderen Reedereien, mit anderen Verkehrsträgern unterhalten und kenne ungefähr die Kostenkonzeption und die Kostenfaktoren einer solchen Thematik. Es gibt ja noch weitere Besuchergruppen. Einmal denke ich jetzt an die Handwerker, die hier tätig sind, die oft auf der Insel in der Woche wohnen und nur zum Wochenende nach Hause können. Oder die kurzfristig herbeigerufenen Notfallhandwerker, die auch nicht alle auf der Insel wohnen können. Und es gibt natürlich das Thema mit dem Schulbesuch der Insulanerkinder. Ja. Was würden Sie dazu sagen? Welche Auswirkungen könnte das Seilbahnprojekt darauf haben? Auch da habe ich schon verschiedene Stimmen gehört. Im Prinzip ist es jetzt so, dass Kinder für weiterführende Schulen entlanden müssten, ins Internatsgymnasium oder nach Norden in eine Familie. Und dort würden sich natürlich entsprechend mit Schülerbeförderung, mit einer verlässlichen Geschichte auch ganz andere Möglichkeiten ergeben. Also auch, das ist auch für mich so der nächste Aspekt, alleine touristisch würde Dornum und Baltrum auch ganz eng zusammenwachsen können. Also ich stelle mir da immer solche Geschichten vor wie Küste, Küstinsel. Das heißt, Baltrum-Dornum kann
wenn Sie mal das Vergleich einer Skischaukel nehmen, als eine Destination gelten. Wenn ich meine Unterkunft in Nesmasil habe, könnte ich ja entsprechend bevorrechtigt sein. Auch bei schönem Wetter fahre ich mal an den Strand nach Baltrum. Und das eben mehr als, nicht nur als ein kurzer Tagesausflug, sondern fast als Dauereinrichtung, morgens hin an den Strand und abends zurück nach Nesmasil. Ja, genau. Das wäre ja sogar dann theoretisch stundenweise. Und da muss man auch gucken, wie man die Vertaktung, wie man die Fahrplangeschichte, wie man das macht, um der Destination gerecht zu werden. Ich glaube auch, das ist der große Veränderungsstress bei den Leuten, wenn sie sagen, jetzt kommt eine Seilbahn und damit wird irgendwo suggeriert, dass man jetzt den Stil der Insel damit aufgeben will. Und den Stil der Insel will ich an keiner Stelle auch nur einen Millimeter ändern. Ich möchte nur die Transportkapazitäten, die möchte ich auf ökologisch andere Füße stellen. Das ist nur der Hintergrund. Wobei ich auch, wenn ich das noch kurz ausführen darf, ich es nicht sehe, eine Seilbahn kann nicht ein gänzlicher Ersatz für ein Schiff sein. Insofern wäre da auch ein Zusammenwirken einer Reederei und entsprechend des Hafenzweckverbandes als wie auch immer geartete Gesellschaft, die das zusammen macht, sehr sinnvoll. Aber wie stellst du dir denn jetzt ganz konkret das Ankommen und das Verabschieden der Gäste ab vor, was ja hier an der Pier sonst immer mit dem Singen von Liedern, Winken und dem allmählichen, langsamen Abfahren des Schiffes zu Strömen von Tränen und Begeisterung führt? Wie geht das bei einer Seilbahn? Sie kommt reingefahren, 80 Leute steigen ein, die elektrischen Türen gehen zu und schwupps ist alles weg. Ja, da muss man zu neuen, völlig neuen Konzepten kommen, die dann adäquat sind zu solchen Themen, nicht? Also betrachten wir doch mal Seilbahnkonzepte im alpinen Raum. Da sind die am meist fotografiertesten Objekte und da wird es sicherlich auch solche Abschiedskonzeptionen geben. Das Problem ist, dass Neuerungen und Änderungen führen immer dazu, dass liebgewonnene Themen und Strukturen noch verlassen werden müssen. Die Welt ändert sich nun mal, sie bleibt nicht bestehen. Wir haben nicht mehr die Welt nach dem Krieg, sondern wir haben eine digitale Welt, die sich jeden Tag erneuert, wo sich das Wissen auf der Welt jeden Tag verdoppelt, wo Rechenleistungen alle zwei Jahre anders werden, sodass man einfach nicht mehr da, wo man gewesen ist, stehen bleiben kann. Wenngleich diese Insel hier den Vorteil hat, dass gewisse Dinge stehen geblieben sind, das lieben wir ja heiß und innig, aber man muss das Stehenbleiben mit modernen, innovativen Konzepten einfach verbinden. Und wenn Sie sich jetzt mal in die gegenteilige Position hineinversetzen, also von der Naturschutzseite oder von der Gesetzgebung des Weltkulturerbes Wattenmeer, welche Bedenken könnten denn da eigentlich kommen? Ja, dass durch das Nationalparkgesetz die geschützten Güter unseres UNESCO-Weltnaturerbes und des Wattenmeeres, das ist ein schützenswerter Raum, nicht ohne Grund sind diese Gebiete so ausgezeichnet worden. Nicht ohne Grund werden diese Gebiete von Wattwanderern begangen und erlebbar gemacht. Und auch zu unserem touristischen Konzept gehört es ja eben, dass wir sagen, wir leben mitten im Wattenmeer. Um das aber im Einklang zu bringen. Also ich bin ein absoluter Befürworter des Nationalparkes, habe hier aber, öffne meine Gedanken in andere Richtungen. Aber ich versuche mal zu konkretisieren. Also es werden jetzt Stützen da reingebaut, da werden Löcher irgendwie gespült oder wie, dann wird es mit Beton gefüllt, ähnlich wie bei den Windrädern vielleicht auf hoher See. Genau. Und da werden sicher die Lebewesen, die da im Watt jetzt schlummern, an der Stelle lokal gestört. Ja. Aber das ist ein vorübergehender Vorgang und danach reiben sich dann noch Seehunde vielleicht in der Strömung an diesen, ja, ich habe keine Ahnung. Oder? Ja, da muss man ja auch sehen, das wurde auch schon vielfach konstatiert, wenn Sie sagen, wir greifen dort ins Wattenmeer, aber wir haben ja mit Stromtrassen, mit Wasserleitungstrassen und sonstigen Dingen, es gibt ja verschiedentlich auch vermehrt Eingriffe im Wattenmeerbereich aus diesen Gründen. Gerade wenn ich daran denke, dass Offshore-Energie auch irgendwie an Land angelandet werden muss. Also diese Vorgänge gibt es ja auch. Die müssten natürlich sorgsam abgeprüft werden. Das ist ein ganz klarer Fall. Gut, jetzt gehen wir mal. Ich denke aber vom Störfaktor, wenn ich mir vorstelle, ob ein Diesel- oder auch LNG-betriebenes Schiff durch das Wattenmeer fährt oder sie haben nur die Rollgeräusche der Gondeln, das müsste man von der Beeinträchtigung des Wattenmeergeschehens irgendwo so beurteilen. Ne? Jetzt stelle ich mir das so vor, diese Masten, die da von diesem Projekt geplant sind, sind 63 Meter hoch. Wie kommt dann der Fahrgast auf diese Höhe? Muss er da eine Leiter hochklettern oder? Nein, also die technische Umgestaltung solcher Projekte stellt überhaupt kein Problem dar. Der Seilbahnhersteller, mit dem ich gesprochen habe, hat weltweit jede Menge solcher Projekte umgesetzt.
Siehe gerade den Bau der neuen Seilbahn, das macht aber eine andere Firma an der Zugspitze mit 150 Meter hohen Säulen etc. Nein, das ist alles sehr komfortabel lösbar. Seilbahnkonzepte, das habe ich übrigens festgestellt, sind in den verkehrspolitischen Überlegungen, die man heute hat, auch im Bundesverkehrsministerium, in dem ich heute zu Gast bin, einfach nicht richtig vorhanden. Dabei sind Seilbahnlösungen auch im urbanen Raum und im Touristen, nicht nur im urbanen Raum, ein Riesenthema, was wesentlich preisgünstiger und flächenoptimierter produzieren kann. Es könnte ja sein, dass dieses Projekt bald rum, selbst bei diesem herrlichen Sommerwetter, nach den berühmten 100 Jahren Dornröschenschlaf aus selbigen einmal erweckt, obwohl das Festival Dornröschen rockt ja nicht mehr stattfindet. Vielleicht wird das mal wieder was. Aber wenn dieses Projekt Wirklichkeit wird, gibt es so zwei Strömungen aus der ganzen Diskussion. Die eine sagt, es vereinfacht alles, die Wege werden verkürzt, die Effizienzen werden höher. Sogar wirtschaftlich wird es vielleicht sogar für alle Beteiligten unterm Strich einen Vorteil geben. Meine Frage, was ist gemeint, wenn die Insulaner, die gastronomisch Tätigen und auch Ratsherren Insulaner sagen, der ursprüngliche Charakter der Insel geht verloren? Was ist damit gemeint? Offenbar im Gegensatz zu den Kriterien Wirtschaftlichkeit, Effektivität, die Kriterien des neoliberalen Wirtschaftslebens, wie sie überall um sich greifen, automatisiert werden, beschleunigt werden. Ist da eine Entschleunigung gemeint oder was glauben Sie, was meint ein Insulaner, der hier aufgewachsen ist, wenn er von dem ursprünglichen Inselcharakter spricht? Ja, das muss man definieren, das muss man hinterfragen. Der ursprünglich hier aufgewachsen ist, definiert mit der Insel was anderes als jemand wie ich, der quasi seinen Hauptwohnsitz auf der Insel hat, aber auch von Land kommt und dort auch im Prinzip niedergelassen ist, also auch ein Pendler ist. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Auffassungsgaben. Wenn ich sehe, wir haben zwei Verwaltungsbetriebswirte, die wir mittlerweile als Nachwuchskräfte ausbilden, sind zwei hervorragende Leute, die aber allerdings auch sagen, wir haben auch unser Leben an Land und sich wahrscheinlich sehr schwer tun würden, nach ihrer Ausbildung auch hier zu bleiben, weil sie haben auch an Land entsprechende Chancen. Und um gerade solche derartige qualifizierte Fachkräfte zu binden, ist das eine Strategie, das zu sagen. Ja, unser Inselcharakter, das ist der Charakter auch aller Inseln. Wir sind klein, wir haben ein hohes Stammgastverhalten, man kennt sich und das muss auch unbedingt erhalten bleiben. Das hatte ich eingangs ja schon mal gesagt. Für mich soll sich nicht der Charakter der Insel ändern, sondern nur der Transportweg. Und dass sich der Charakter der Insel nicht ändert, erreichen wir nur über eine Limitierung. Das ist einfach so. Das muss man technisch hinbekommen. Im Prinzip, wenn Sie es vorstellen, der Handwerker und der Insulaner, also der Resident, der hier wohnt, bekommt eine Karte, wo er quasi jederzeit fahren kann. Aber der Dauergast, abhängig von seiner Buchung, hat eben nur in diesem Zeitfenster die Möglichkeit, hier zu buchen. Und auch bei den Tagesgästen muss es eine Art Zähler geben und sagen, so, das Kontingent ist heute erreicht. Wenn Sie den 800. Tagesgast haben, dann sagt man, das ist erledigt. Und da denke ich, wird man auch vielleicht von elektronischen Möglichkeiten im Bereich der Vorbuchung kommen. Also im Sinne von, widerspricht dann vielleicht so ein bisschen wieder der Verfügbarkeit. Oder sie müssen sich Kontingente frei halten, dass sie sagen, okay, es gibt an jedem Tag ein Kontingent von 300 Tagesgästen, die können ohne Vorbuchung einfach so kommen. Dann. Aber da würden natürlich auch, das sind alles noch so Dinge, denke ich mal, die stehen dann irgendwo an zweiter Stelle. Das sind dann die Sorgen, die dann entstehen, wenn wir da uns auf den Weg gemacht haben. Ne? Das ist ja gerade einer der Punkte, die Leute hier suchen und finden. Die Ruhe, die Abgeschiedenheit, das Stehenbleiben der Zeit. Also in den meisten Räumen sind noch die Tapeten, wie man sie im letzten Jahr hatte. Und auch viele andere Dinge, Rituale vor allen Dingen, haben sich sehr lange aufrechterhalten. Nun soll ja der Wirtschaftsminister von Niedersachsen, Herr Lies, laut Osnabrücker Zeitung gesagt haben, er hält diese Idee für ein touristisches oder es könnte sich zu einem touristischen Leuchtturmprojekt entwickeln. Das hört sich ja eher positiv an. Da ich verkehrspolitisch ja seit vielen Jahren unterwegs bin, ist davon auszugehen, dass ich schon im Vorfeld auch mit Herrn Lies und anderen Leuten Gespräche dazu geführt habe. Und wenn es dort keine positive Grundmeinung gegeben hätte zu dem Projekt, hätte ich zu diesem Thema auch nichts weiterentwickelt. Wir danken für dieses Gespräch. Bürgermeister Tütja, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Danke. Dankeschön.